Unreal Engine ist der Motor für ein Spiel von Cyan. Ja, ich habe das seltsamerweise bei mir in der Bibliothek gefunden, dass ich ein Angebot dafür gesehen habe und habe gedacht, ja, spiele ich doch mal wieder. Ja, spiele ich doch mal. Ich habe es ja noch nie gespielt. Es ist übrigens überraschend, wenn man halt sich denkt, hey, das Spiel könnte ich mir mal angeben und plötzlich hat man das schon. Firmament von Cyan Adventures, Cyan. Den Machern von Myst und Riven und anderen Spielen, deren Namen ich gerade nicht weiß. Und ich bin gespannt, was diesmal da so ist. Ich habe jetzt den Trailer gesehen und ich fand. Ja, spiel ich, los. Und es wird hell, wie man sieht. Okay, ich habe das mal gestartet, um zu sehen, ob die Performance okay ist. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass mein Rechner eigentlich nicht mehr so richtig dafür ausgelegt ist. Aber egal. Hauptsache, es läuft besser als das andere, was ich letztens gespielt habe. So, here we are. Finally, your first breath, and I have taken my last. But who cares, right? There's so much to be done. I'm dead, but you have so much to learn. I once woke up just as you have. A blank mind, a clean canvas. Confused, yes, but I will teach you, just as I was taught. Okay. And so, first lesson, you are a keeper. I was Ne, a keep up. keeper, we were all keepers. Second lesson. I will lie to you. I learned much later that this is the way to keep the realms. And third lesson, this machine is your adjunct, your tool to learn and to keep the realms. Take it and we will begin. Okay, also, The firmament. wir sind die Bewahrer. It is remarkable that we are here. Okay, wir sind die Bewahrer, du lügst mich an und das ist mein Instrument. Mein Attribut. Da bin ich wahrscheinlich gerade aufgewacht. Daraus. Hier sind Bücher, die ich nicht lesen kann. Lunge. Ja, okay. Und hier ist ein Buch, was ich lesen kann. Persönliches Wartungsattribut. Einleitung. Als neuer erwachter Bewahrer der Firmament-Mission wurde dir ein persönliches Wartungsattribut zugewiesen, das informell als Attribut bezeichnet werden kann. Das Attribut ist ein Wunder der modernen Technik und Elektronik. Es erweitert die Fähigkeit der Bewahrer auf wundersame Art. Deine Aufgabe als Bewahrer würde unter anderen Umständen Schlüssel, Werkzeuge und andere extreme Kraft erfordern, um die verschiedenen Aspekte der Reiche zu betreten und zu kontrollieren. Das Attribut ist sowohl Schlüssel als auch Werkzeug und verstärkt deine Fähigkeiten. Es kann auf zugelassene
Areale der Reiche zugreifen und es kontrolliert Ausrüstung und große wie kleine Geräte, die du regelmäßig innerhalb der Reiche verwenden wirst. Sockel. Dein Attribut dient als Schnittstelle zu Sockeln Empfangskomponenten, mit denen sich das Attribut verbinden kann, um dem Bewahrer Zugang und Kontrolle zu gewähren. Diese Sockel sind in den Reichen allgegenwärtig und obwohl sie miteinander äußerlich ähneln, bieten sie sehr unterschiedliche Möglichkeiten. Ein Attribut kann einen Sockel in der Nähe und in der Ferne erreichen, wodurch Kontrolle über eine große Distanz ermöglicht wird. Ein Kommunikationsstrang gewährleistet permanente Kontrolle und Rückkopplung, während das Attribut angedockt ist. Betrieb. Um das Attribut zu verwenden, befestige zunächst den Attributshandschuh an deiner Hand. Anschließend kannst du das vordere Element auf die gewünschte Sockel ausrichten und abschießen. Wenn das vordere Element fest angedockt ist, kannst du die Ausrüstung aktivieren und kontrollieren. Die spezifischen Aspekte deiner Ausrüstung können nur vom Bewahrer durch einen Sichtschleier am Handschuh betrachtet werden. Wird der Handschuh nach links oder rechts gedreht, werden die entsprechenden Bedienelemente aktiviert. Einige Sockel verfügen über mehr als nur eine Betriebsart. Mit der Steuerung wird durch einen Wechsel auf die zusätzliche Modi ermöglicht. Augmentation. Zu Beginn verfügen Attribute nur über Grundfähigkeiten. Noch innerhalb ihrer Ausbildung können Bewahrer ihre Attribute mit weiteren Fähigkeiten ausstatten. Diese Augmentationen werden im großen Bogen als Teil der Aufstiegszeremonie verliehen. Da hat irgendwer gerade gesprochen. Kraftverstärkung. Das Attribut kann mehr Kraft und der Drehkraft ausüben. Distanzfortsatz. Das Attribut kann auf die doppelte Entfernung geschossen werden. Kettensockel. Das Attribut kann sich in einem Sockel zu einem anderen verketten. Anzeige. Das Attribut wird, sobald es angedockt ist, eine Anzeige bereitstellen, die spezifische Informationen über die Funktionalität des Sockels enthält. Der Status der Augmentation ist ebenfalls jederzeit auf der Anzeige abrufbar. Schlusswort. Bitte achte gut auf dein zugewiesenes Attribut. Setze es mit Bedacht ein, um dich und anderen nicht zu gefährden. Zukünftige Augmentationen können zusätzliche Fähigkeiten einführen. Dein Mentor kann dir alle wichtigen Fragen beantworten. Bewahre die Reiche für alle. Okay. Jetzt haben wir Theorie gelernt und keine Ahnung, wie so eine Praxis aussieht. Okay. Halte den Maustaste, um den Attribut zu zielen. Wenn du auf den Sockel ziehst, lässt die linke Maustaste los. Drücke Q oder E, um die Sockelstation auszuwählen. Attribut rausklinken, Sockel anpassen. Ne? Okay. Hier liegen Sachen rum. Eine Gitarre. Irgendwelche Sachen. Aufgeschlagenes Buch, ein Notebook, ein Notizbuch. Und noch ein Sockel. Und da oben ist noch was. Anheben. It's beautiful, don't? The majesty and peace of the ice and stone. I didn't emerge from the threshold here as you did. I awoke at this one. My first journey to this realm. Oh, I remember it like it was yesterday. Yeah, but it was untold. Okay. Do
You have small stinging all over. It's normal. And your hearing? Maybe only the alarms. Or your own heartbeat. Now, these effects will cease in time, as your body becomes accustomed to the heat. We all have these problems when we emerge from the threshold. You will live. And that is a good thing. Ja. Leben ist eine gute Sache. Ich kann nicht springen. Und ich habe irgendwie erwartet, dass hier oben irgendwas wäre. Aber es ist eigentlich nur eine atemberaubende Aussicht und ein tiefer Fall. Ja, es ist übrigens ein Adventure-Exploration-Spiel. Wie? The agent is making sense to you. If not, no worries. It will soon be as natural as your hand. Keep trying. And this one-sided prose is strange, is it not? I feel like a performer. But this is where we are. Okay, natürlich gehe ich erstmal die verkehrten Wege. Oder seltsamen Wege. Da komme ich nicht lang. Wir sind vereint, ja. Okay, irgendwie habe ich gehofft, dass da links irgendwas Besseres wäre. I had a most wonderful mentor. She taught me all these realms. I will teach you. But then, Tilda arrived also. And well, he first taught me beyond these realms. I will teach you that as well. Okay. Das funktioniert nicht. Was rumpelt hier? Okay, das sieht sehr dumm aus. Okay, dann gehe ich doch nochmal nach da drüben hin. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich gehe seit wird schneller. Da oben ist noch ein Sockel. Kann ich den irgendwie erreichen? Gibt's. Eine Leiter oder so? Ja. Okay. So, this realm is the source of our water. And you will learn what must be done by doing all that we do. And I will help, but I will not hold your hand. It's better to learn by contemplating, failing, hopefully understanding. Manche Socken haben mehrere Modi. Benutze das Mausrad oder Tab, um den Modus zu wechseln. Aha.
Ich weiß noch nicht warum, aber ich verschiebe jetzt das Ding hier einfach mal. Wahrscheinlich kannst du jetzt... Warte mal. Mal gucken, ob ich damit schon mal darüber komme. Ich kann laufen. Ich kann nicht springen. Soweit ich weiß. Ich kann mich auch nicht ducken oder so. Oh ja, das klappt so. Ja. Ich hab... Nicht wirklich, oder? Okay, ich werde jetzt einfach mal ganz frech den Eisklotz darüber fahren. Erstmal nehmen. Okay, ich habe noch keine Ahnung, was ich damit machen will. Jetzt. Sind die beiden schon wieder?
Ich verbrach hier einfach nur Blutzeit. Was drücke ich eigentlich die ganze Zeit da unten? Guten Tag. Wir sind die Einheit. Okay, die Brücke steht jetzt erstmal. Isn't it breathtaking? The arches of the firmaments. So inspiring and reassuring. And this pile will convey you to this one, where I once lived with my comrades. Go when you like, you can return here. Okay, ich wollte aber erstmal hier gucken, was. Okay, ein verschlossenes Tor. War auch nicht schlecht. Mit dir kann ich. Ich will immer nach oben klettern, ja. Gut, dass er mir das anzeigt, dass ich das anheben muss. Okay, ich muss tatsächlich erstmal mit. Dem Ding und das andere in Schwan. Ich tippe mal, ich lande im Sumpf, aber